Losing My Virginity, Richard Branson, die Autobiografie. Bist du bereit, in die inspirierende Erfolgsgeschichte von Richard Branson einzutauchen? Wahrscheinlich hast du von ihm als dem Gründer der renommierten Fluggesellschaft Virgin Airlines gehört. Vielleicht weißt du auch, dass er zuvor eine Plattenladenkette und ein Plattenlabel geleitet hat. Aber wusstest du, dass er einst einen Heißluftballon-Weltrekord aufgestellt hat? Richard Branson ist zweifellos eine faszinierende Persönlichkeit. Er zeichnet sich nicht nur durch seine außergewöhnliche Risikobereitschaft und Abenteuerlust aus, sondern auch durch seinen beeindruckenden Geschäftssinn. Diese einzigartige Kombination hat ihm auf dem Weg zum Erfolg geholfen. Doch trotz seiner beeindruckenden Karriere war sie nicht ohne Misserfolge und Herausforderungen. In den kommenden Kernaussagen lernst du, wie Richard Branson zu dem Mann wurde, den wir heute bewundern. Du erfährst, warum er es geschafft hat, die Musik- und Flugindustrie zu revolutionieren. Wenn du bisher gedacht hast, dass Unternehmer langweilige Karrierestreber sind, wird dich Richard Bransons Lebensgeschichte eines Besseren belehren. Denn manchmal ist nichts besser für das Geschäft, als die Regeln zu brechen. Außerdem wirst du entdecken, wie Branson eine Insel für einen Bruchteil des ursprünglichen Preises erworben hat. Verstehen, wie er mitten im Golfkrieg nach Bagdad flog, um britische Geiseln zu befreien. Erfahren, wie er den Pazifik in einem Heißluftballon überquert hat. Bereit, in die aufregende Welt von Richard Branson einzutauchen? Dann lass uns loslegen. Kernaussage 1: Richard Branson wurde 1950 in London geboren und erfuhr von Kindesbeinen an die Bedeutung, über seine eigenen Grenzen hinauszugehen. Seine Familie legte den Grundstein für seine Freiheitsliebe und Abenteuerlust, indem sie ihn dazu ermutigte, die Grenzen des Möglichen zu erkunden. In seiner Kindheit strebte Branson stets danach, Herausforderungen zu bewältigen, sei es durch eigenes Zutun oder durch Anregung seiner Familie. Ein bemerkenswertes Beispiel ist, wie seine Mutter ihn im Alter von 11 Jahren auf eine Reise zu Verwandten schickte, die mehr als 50 Meilen entfernt wohnten, und das ohne eine genaue Wegbeschreibung. Dies sollte ihm Ausdauer und Orientierungssinn vermitteln. Doch als er am nächsten Tag nach Hause zurückkehrte, erwartete ihn keine Heldenbegrüßung. Stattdessen sollte er Holz hacken, auf Anweisung seiner Mutter. Diese war nicht die einzige Herausforderung, die seine Familie ihm stellte. Während eines Familienurlaubs in Devon, im Südwesten Englands, schloss seine Tante eine Wette ab und setzte 10 Schilling darauf, dass er bis zum Ende des Urlaubs nicht schwimmen lernen könne. Branson war damals gerade einmal 4 Jahre alt. Er bereitete sich akribisch auf diese Aufgabe vor, indem er stundenlang im Meer übte. Als der letzte Urlaubstag kam, konnte er immer noch nicht schwimmen, aber er gab nicht auf. Auf der 12-stündigen Autofahrt nach Hause entdeckte er einen Fluss und bat seinen Vater anzuhalten. Entschlossen sprang er aus dem Auto, zog seine Kleider aus und sprang ohne Zögern in den Fluss. Sofort begann er zu sinken, doch nach einer Weile kämpfte er sich durch langsame und regelmäßige Bewegungen an die Wasseroberfläche zurück. Als er auftauchte, sah er, dass seine Familie am Ufer stand, applaudierte und jubelte. Seine Tante hielt einen 10-Schilling-Schein in der Hand. Sein Vater, der ihn die ganze Zeit im Auge behalten hatte, sprang schließlich ins Wasser, um sicherzustellen, dass er sicher war, nachdem er untergetaucht war. Bransons Kindheitserfahrungen mit den Herausforderungen und Abenteuern, die seine Familie ihm gestellte hatte, legten den Grundstein für seine spätere Abenteuerlust und seinen unerschrockenen Umgang mit Risiken. Kernaussage 2: Statt sich in der Privatschule abzumühen, entschied sich Branson dafür, sein eigenes Magazin zu gründen. Richard Branson hatte in seiner schulischen Laufbahn nie besonders viel Erfolg. Dies war zum Teil auf seine Legasthenie und zum Teil auf seinen unerschütterlichen Drang nach Unabhängigkeit zurückzuführen. Als seine Zeit an der Privatschule Stowe in Buckinghamshire nicht so verlief, wie er es sich erhofft hatte, begann Branson, alternative Karrierepläne zu schmieden. Gemeinsam mit seinem Schulfreund Johnny James gründete er das Magazin Student. Anfangs war die Zeitschrift nur als Ventil für ihre Kritik an Stowe gedacht, entwickelte sich jedoch schnell zu einem ehrgeizigeren Projekt, das die Jugendkultur und zeitgenössische Themen dokumentieren sollte. Die Ideen für das Magazin waren vorhanden, aber die Umsetzung stellte eine Herausforderung dar. Branson und Johnny mussten Geld für den Druck einer Zeitschrift beschaffen, die es noch gar nicht gab. Die meisten Unternehmen zeigten anfänglich kein Interesse daran, Werbung in einer nicht existierenden Zeitschrift zu schalten. Doch Branson entwickelte eine clevere Verkaufsstrategie. Er erzählte der National Westminster Bank, dass die Lloyds Bank bereits eine Anzeige im Magazin geschaltet hätte.
Daher würde die National Westminster Bank sicherlich ebenfalls daran interessiert sein, neben der Lloyds Bank zu werben. Diese Taktik funktionierte, und bald erhielten Branson und Johnny ihren ersten Scheck über 250 Pfund. Die Arbeit als Student wurde schnell zum Lebensmittelpunkt von Branson und Johnny. Sie verließen die Privatschule und zogen stattdessen ins Souterrain bei Johnnys Eltern in London. Von dort aus führten sie die Zeitschrift und vermarkteten sie. Immer mehr Schulfreunde gesellten sich zu ihnen und halfen bei der Arbeit. Trotz seiner Legasthenie, die ihm akademischen Erfolg versagte, widmete Branson der Schreib- und Redaktionsarbeit des Magazins viel Zeit und Mühe. Er arbeitete härter daran als an jeder Schularbeit. Branson und Johnny setzten sich ambitionierte Ziele, darunter die Berichterstattung über internationale Ereignisse wie die Kriege in Biafra und Vietnam. Sie kontaktierten den Daily Mirror, um ihm eine exklusive Reportage von einem jungen Reporter anzubieten, der nach Vietnam reisen und von dort berichten sollte. Der Daily Mirror kaufte die Geschichte tatsächlich, und so konnte Student einen seiner Mitarbeiter nach Vietnam schicken. Eine ähnliche Vereinbarung wurde auch für die Berichterstattung über Biafra getroffen. Obwohl politische Themen von Interesse waren, bildete die Verbindung zur damaligen Musikszene den Kern von Student. Das Magazin berichtete nicht nur über Konzerte und Club-Events, sondern führte auch Exklusivinterviews mit Superstars wie Keith Richards, John Lennon und Yoko Ono. Kernaussage 3. Branson erkannte eine Marktlücke im Versandhandel von Schallplatten und gründete Virgin Mail Order. Durch seine Erfahrungen mit Student erhielt Branson Einblicke in die Musikszene, die ihn zu einer weiteren Geschäftsidee inspirierten. Er bemerkte, dass seine Altersgenossen eine Leidenschaft für Schallplatten hatten. Studenten, die sonst nicht bereit wären, viel Geld für eine Mahlzeit auszugeben, waren bereit, denselben Betrag für die neueste Beatles-Platte zu zahlen. Allerdings mussten sie dazu einen der großen Plattenläden wie V.A. Smiths besuchen, da es keine Alternative gab, um Platten zu kaufen. Branson entwickelte daher ein alternatives Versandhandelsmodell, bei dem gleichaltrige Schallplatten per Post bestellen konnten und das zu einem niedrigeren Preis als in den großen Plattenläden. Er diskutierte diese Idee mit seinem Team bei Student und sie waren sich einig, dass das neue Unternehmen einen auffälligen Namen benötigte, der sowohl Studenten als auch die allgemeine Bevölkerung ansprach. Einer seiner Mitarbeiter schlug den Namen Virgin vor, weil sie alle als Geschäftsleute noch unerfahrene Jungfrauen waren. So wurde Virgin Mail Order geboren. In der letzten Ausgabe von Student schaltete Branson eine Anzeige für den Plattenversandhandel. Sofort erhielten sie die ersten Anfragen und plötzlich hatten sie mehr Bargeld zur Verfügung als je zuvor. Das Beste daran war, dass die Firma das Geld für Bestellungen im Voraus erhielt, was es ihnen ermöglichte, Kapital aufzubauen, ohne auf Investoren angewiesen zu sein. Branson engagierte seinen Jugendfreund Nick als Buchhalter und gemeinsam organisierten sie den Ankauf und Versand der Schallplatten. Durch einen Vertrag mit einem örtlichen Plattenladen, der seine Platten direkt von den Plattenfirmen bezog, konnten sie die Schallplatten zu reduzierten Preisen beziehen. Im Jahr 1970 florierte das Geschäft von Virgin, aber im Januar 1971 drohte eine mögliche Katastrophe, als die Post streikte. Virgin konnte weder Schecks entgegennehmen noch Schallplatten verschicken und Branson musste erneut seine Kreativität unter Beweis stellen. Kernaussage 4. Die Virgin-Plattenläden wurden zu beliebten Treffpunkten, an denen sich Kunden rundum wohlfühlten. Im Jahr 1971 waren die großen Einzelhandelsgeschäfte keine Orte, die das aktuelle Musikgeschehen widerspiegelten. Branson wollte das ändern und sah sich durch den Poststreik gezwungen, den ersten physischen Virgin-Plattenladen zu eröffnen. Dieser sollte dem Geist seiner Musikzeitschrift Student entsprechen und nicht nur ein Ort zum Kauf von Schallplatten sein, sondern auch ein Treffpunkt, an dem sich Gleichgesinnte über ihre gemeinsamen Interessen austauschen konnten. Das Virgin-Team entdeckte ein leerstehendes erstes Stockwerk in einem Schuhgeschäft in der Oxford Street, das sich perfekt für ihren Laden eignete. Das einzige Problem war, dass sie nicht genug Geld hatten, um die Miete zu bezahlen. Doch mit seinem Charme überzeugte Branson den Besitzer des Schuhgeschäfts, ihnen die Ladenfläche kostenlos zur Verfügung zu stellen, indem er betonte, dass potenzielle Kunden durch das Schuhgeschäft gehen müssten. Der erste Virgin-Laden war so erfolgreich, dass das Team beschloss, weitere Filialen zu eröffnen. Der Virgin-Versandhandel würde jedoch weiterhin existieren und das Geschäft wieder aufnehmen, sobald der Poststreik vorbei war.
Bis Weihnachten 1972 konnten Kunden in 13 weiteren Virgin-Filialen in ganz England ihre Lieblingsmusik hören. Allerdings stellte Branson bald fest, dass die entspannte Atmosphäre in den Läden zwar viele Besucher anzog, aber nur wenige tatsächlich etwas kauften. Die Virgin-Läden hatten sich zu einer Mischung aus Club- und Jugendtreffpunkt entwickelt. Um die Rentabilität zu steigern, nahm das Virgin-Team schließlich Anpassungen vor. Helle Lampen wurden installiert und die Theke und Kasse wurden näher ans Fenster gerückt, um die Kunden daran zu erinnern, dass es sich immer noch um ein Geschäft handelte. Diese Maßnahmen führten zu einer Erholung der Verkaufszahlen nach einigen Monaten. Kernaussage 5: Virgin festigte seine Position in der Musikindustrie durch die Gründung eines eigenen Tonstudios und Plattenlabels. Branson erkannte, dass in der Musikbranche mit Tonstudios und Plattenlabels viel Geld verdient werden konnte. Allerdings waren die meisten Studios damals sehr streng reglementiert, mit begrenzten Zeitfenstern, überbuchten Räumen und wenig musikalischer Freiheit. Dies stand im Widerspruch zur aufregenden Musikszene der 70er Jahre. Deshalb begann Branson nach einem geeigneten Landhaus zu suchen, das er in ein Tonstudio umwandeln konnte. Er wusste, dass ein solches Studio den idealen Raum für Bands bieten würde, die sich voll und ganz auf ihre Aufnahmen konzentrieren wollten. Nach intensiver Suche fand er schließlich ein malerisches Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert in einer idyllischen Landschaft. Allerdings gab es ein Problem. Der Verkaufspreis betrug 30.000 Pfund, was heute fast einer 500.000 Pfund entspricht. Weit mehr, als Branson damals zur Verfügung hatte. Seine anderen Geschäfte liefen zwar gut, aber selbst die Virgin-Läden brachten nicht genug Umsatz ein. Doch Branson erhielt Hilfe von der britischen Bank Coutts. Nachdem sie die Verkaufszahlen von Virgin Mail Order und Virgin Music Store sorgfältig geprüft hatten, boten sie Branson ein Darlehen von 20.000 Pfund an. Seine Tante lieh ihm weitere 7.500 Pfund. Auf diese Weise konnte er schließlich den vollen Betrag für das Anwesen bezahlen und es sichern. Zusätzlich zur Gründung des Tonstudios gründete Branson das Plattenlabel Virgin Records. Dadurch konnte Virgin eigene Künstler unter Vertrag nehmen und ihnen gleichzeitig einen Ort für Aufnahmen bieten. Über das Label und die hauseigenen Läden konnte Virgin die Aufnahmen veröffentlichen, bewerben und verkaufen, und die Firma erzielte Gewinne entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der erste Künstler, den Virgin unter Vertrag nahm, war Mike Oldfield, und sie produzierten 1973 sein Album Tubular Bells. Dieses Album verkaufte sich über 13 Millionen Mal und brachte Virgin Records unerwarteten Erfolg. Kernaussage 6: Als Virgin wegen eines Sex Pistols-Albums verklagt wurde, verteidigte sich Branson geschickt. In den späten 70er Jahren steuerte Virgin auf eine Krise zu, da bis auf Mike Oldfield keine Musikacts des Labels echten Gewinn erzielt hatten. Doch als die Punk-Bewegung in Großbritannien ihren Höhepunkt erreichte, beschloss Virgin, es noch einmal mit einer der neuen Bands zu versuchen. 1977 schloss Virgin einen Vertrag mit Malcolm McLaren, dem Manager der berüchtigten Punk-Band Sex Pistols. Ursprünglich unterschrieb McLaren nur deshalb, weil er davon ausging, dass die Band aufgrund ihres skandalösen Verhaltens schnell wieder von Virgin gefeuert werden würde, ähnlich wie zuvor bei EMI und A&M. Virgin besiegelte den Vertrag gerade rechtzeitig, um den Sex Pistols Song God Save the Queen pünktlich zum 25. Jubiläum von Queen Elizabeth als Königin zu veröffentlichen. Zur Feier dieses Tages gaben die Sex Pistols vor dem britischen Parlament ein Konzert, bei dem es zu einem öffentlichen Skandal kam und McLaren verhaftet wurde. Dies brachte der Band massive Publicity. Allerdings erfüllte sich McLarens Annahme, dass die Band von Virgin gefeuert würde, nicht. Da Virgin keine Investoren hatte, die sich über die Aktion der Sex Pistols beschweren konnten, veröffentlichte Virgin 1977 das Sex Pistols Album Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Das Album wurde in den Schaufenstern der Virgin-Plattenläden groß beworben. Die umfangreiche Werbung stieß jedoch auf Ablehnung bei den britischen Behörden. In Nottingham wurde ein Virgin-Geschäftsleiter wegen der öffentlichen Verwendung des Wortes Bollocks, Hoden, verhaftet, und die Polizei drohte mit einer Klage gegen das Album. Branson musste handeln und engagierte den Linguisten James Kinsley, der argumentierte, dass Bollocks sich nicht auf Hoden bezog, sondern ein Spitzname für Priester war. Sicherlich sei nicht einmal die Kirche von einem Albumtitel beleidigt, der sich mit »Vergessen Sie die Priester, hier sind die Sex Pistols« übersetzen ließe. Als der Staatsanwalt fragte, wie sich Kinsley so sicher sein könne,
klappte dieser einfach den Kragen seines Polohemdes herunter und enthüllte dabei seinen Pfarrkragen. Branson hatte es geschafft, einen Zeugen zu finden, der nicht nur Sprachwissenschaftler, sondern auch Priester war. Die Klage wurde abgewiesen. Kernaussage 7. Durch einen ergaunerten Urlaub kaufte Branson eine millionenschwere Tropeninsel für 180.000 Pfund. Ende der 70er Jahre verbrachte Branson einige Zeit in New York, um bei seiner zukünftigen Frau Joan zu sein, die sich gerade von ihrem Mann getrennt hatte. Während seines Aufenthalts in der Stadt wurde ihm eine Frage gestellt, die ihm eine Idee lieferte. War seine Firma nach den Jungferninseln benannt? Branson kam auf die Idee, dass die Jungferninseln der perfekte Zufluchtsort für ihn und Joan nach all dem Scheidungsdrama sein könnten. Er hatte gehört, dass potenzielle Käufer von tropischen Inseln eine VIP-Behandlung erhielten, darunter den Aufenthalt in einer exklusiven Villa und die Möglichkeit, die Inseln mit einem Hubschrauber zu erkunden. Er setzte sich mit einem Immobilienmakler in Verbindung und behauptete, er suche einen Zufluchtsort für die Künstler von Virgin Music. Branson und Joan wurden schließlich auf die Inseln eingeladen und in einer luxuriösen Villa untergebracht. Der Makler zeigte ihnen Necker Island, eine der schönsten und abgelegensten Inseln. Obwohl Branson ursprünglich nicht beabsichtigte, etwas zu kaufen, erkundigte er sich nach dem Preis, der bei 3 Millionen Pfund lag. Mutig machte er ein Angebot von 150.000 Pfund. Als Reaktion darauf wurden sie aus der Villa geworfen. Zurück in London erfuhr Branson, dass der damalige Besitzer von Necker Island in finanzielle Schwierigkeiten geraten war und die Insel dringend verkaufen musste, um ein Bauprojekt zu finanzieren. Branson erhöhte sein Angebot auf 175.000 Pfund und einigte sich schließlich mit dem Besitzer auf erstaunliche 180.000 Pfund. Durch einen clever ergaunerten Gratisurlaub hatte Branson eine tropische Insel für einen Bruchteil ihres tatsächlichen Werts erworben. Während seiner Reise auf die Jungferninseln kam Branson auch auf die Idee für sein nächstes Unternehmen, Virgin Airways. Als sein Rückflug nach Puerto Rico gestrichen wurde, charterte er kurzerhand ein Flugzeug für nur 2.000 Dollar. Er schrieb damals auf eine Tafel im Flughafen, Virgin Airways, 39 Dollar Einzelflug nach Puerto Rico. Einige Jahre später hob der erste Flug von Virgin Airways tatsächlich ab. Kernaussage 8. Vielversprechende Newcomer und der CD-Boom machten Virgin Records extrem erfolgreich. Obwohl Virgin Music anfangs Verluste verzeichnete, insbesondere aufgrund von Investitionen in neue Künstler wie die Sex Pistols und New Wave Bands, gab Richard Branson stets grünes Licht für weitere Verpflichtungen, darunter Bands wie Simple Minds, The Human League und Phil Collins. Dies führte zur Bestürzung seines Finanzchefs, der besorgt war, dass Virgin Geld für wenig bekannte Künstler verschwendete. Schließlich verkaufte er seinen Anteil von 40% an Branson und verließ das Unternehmen, das zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Pleite stand. Überraschenderweise erlebte Virgin Records jedoch einen unerwarteten Aufschwung dank des aufkommenden CD-Formats. Die Einführung der Compact Disc führte dazu, dass die Menschen Alben, die sie bereits auf Vinyl besaßen, erneut kauften. Virgin profitierte von diesem CD-Boom, insbesondere durch die Wiederveröffentlichung von Mike Oldfields Alben, die sich im neuen Format hervorragend verkauften und das Label wieder in die Gewinnzone brachten. Zudem zahlte sich Bransons Vertrauen in seinen Talentscout Simon Draper aus. Die von Virgin unter Vertrag genommenen Nachwuchsbands begannen, sich außerordentlich gut zu verkaufen. Beispielsweise erreichte das dritte Album von The Human League, Dare, Platz 1 der britischen Charts und verkaufte sich weltweit über 3 Millionen Mal. Virgin entdeckte und förderte eine beeindruckende Liste von aufstrebenden Talenten, darunter Phil Collins, Boy George and the Culture Club, Simple Minds, XTC und Heaven 17, die schließlich alle Berühmtheit erlangten. Virgin Records entwickelte sich zu einem führenden Independent-Label und verzeichnete erhebliche Gewinne. Im Jahr 1982 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 2 Millionen Pfund bei einem Umsatz von 50 Millionen Pfund und 1983 stieg der Gewinn sogar auf 11 Millionen Pfund. Kernaussage 9. Der Einstieg in das Fluggeschäft trieb Virgin fast in den Bankrott. Obwohl Richard Branson von der Idee, eine Fluggesellschaft zu gründen, begeistert war, stieß er im Unternehmen anfänglich auf Widerstand. Dennoch blieb Branson beharrlich und schlug vor, zunächst nur für ein Jahr ein Jumbo-Flugzeug zu leasen, um mögliche Verluste zu begrenzen und das Projekt bei Misserfolg abbrechen zu können.
Nach monatelangen Verhandlungen stimmte Boeing schließlich zu, Branson ein Flugzeug für ein Jahr zur Verfügung zu stellen. Der Weg zur Gründung von Virgin Atlantic war jedoch von Herausforderungen geprägt. Das Unternehmen musste Fluggenehmigungen einholen, Zeitpläne erstellen, Werbung schalten und ein Verkaufssystem aufbauen. Ein besonders kritischer Moment trat auf, als ein Testflug mit einem Beamten an Bord aufgrund eines Vogelschwarms, den das Flugzeug traf, abgebrochen werden musste, wobei ein Triebwerk explodierte. Dies führte zu erheblichen finanziellen Schwierigkeiten, da Virgin Airways nicht versichert war. Branson musste 600.000 Pfund aufbringen, um ein neues Triebwerk zu installieren. Dies führte dazu, dass Virgin Airways den bereits bestehenden Überziehungskredit von Virgin in Höhe von 3 Millionen Pfund überschritt, und die Banken waren nicht bereit, den Kredit weiter zu erhöhen. Virgin stand am Rande der Insolvenz, und Branson musste dringend Geld beschaffen, um das Unternehmen zu retten. Er sammelte Geld aus seinen Virgin-Läden in Übersee und konnte so vor dem Bankrott bewahrt werden. Trotz dieser turbulenten Anfänge gelang es Branson, Virgin Atlantic zu einem Erfolg zu führen, und das Unternehmen begann schnell zu wachsen. Kernaussage 10. Trotz Widrigkeiten brach Branson mehrere Reiserekorde, auf See und in der Luft. Um Aufmerksamkeit für Virgin Airways zu erzeugen, führte Branson ungewöhnliche Aktionen durch. Beispielsweise sponserte er den Bau eines Katamarans für Ted Tolleman, der einen neuen Rekord in der Atlantiküberquerung aufstellen wollte. Branson begab sich mit Tolleman und dem Weltumsegler Jay Blyth auf den Katamaran, um von New York aus den Atlantik nach England zu überqueren. Der bestehende Weltrekord für diese Reise betrug 3 Tage, 10 Stunden und 40 Minuten. Allerdings gerieten sie kurz vor dem Ziel in einen Sturm, der das Boot zum Sinken brachte. Die Crew musste auf ein Rettungsfloß flüchten und wurde schließlich von einem Kreuzfahrtschiff gerettet. Branson gab jedoch nicht auf und unternahm 1986 einen zweiten Versuch, diesmal mit einem Einrumpfboot. Während dieser Überquerung traten ebenfalls Schwierigkeiten auf, als die Kraftstoffpumpenfilter verstopften und den Bootsmotor zum Stillstand brachten. Branson bat einflussreiche Freunde um Hilfe, die ein Flugzeug der Royal Air Force schickten, um neue Filter abzuwerfen. So konnten sie den Motor am Laufen halten und die Reise in 3 Tagen, 8 Stunden und 31 Minuten abschließen, was einen neuen Weltrekord der Atlantiküberquerung darstellte. Branson stellte auch Rekorde im Heißluftballon auf. Nach einem misslungenen Versuch traf er sich 1990 mit dem schwedischen Piloten Per Lindstrand in Japan, um 2 Heißluftballonrekorde aufzustellen. Ihr Plan bestand darin, mit dem Heißluftballon den über 300 km/h schnellen Jetstream zu nutzen, den Pazifik zu überqueren und innerhalb von 2 Tagen in Kalifornien anzukommen. Dies wäre die erste Pazifiküberquerung im Heißluftballon und die schnellste Heißluftballonfahrt der Geschichte gewesen. Obwohl die Reise anfangs gut verlief, gab es Schwierigkeiten, als sie versehentlich volle Treibstofftanks fallen ließen und den Kontakt zum Kontrollzentrum verloren. Zudem entzündete sich ihre Kapsel aufgrund eines Propanlecks. Dennoch hielten Lindstrand und Branson durch, trieben den Ballon auf 12 Kilometer Höhe, wo der Sauerstoffmangel das Feuer löschte, und landeten schließlich in Kanada, 3000 Meilen vom ursprünglichen Ziel entfernt. Trotz dieser Widrigkeiten brachen sie 2 Rekorde, indem sie weiter und schneller als je zuvor mit einem Heißluftballon flogen. Kernaussage 11. Während des Krieges im Nahen Osten leistete Branson persönliche Hilfe. In den frühen 1990er Jahren, während des Krieges im Nahen Osten und der Invasion des Irak in Kuwait durch Saddam Hussein, stiegen die Benzinpreise weltweit erheblich, was auch das Flugbenzin verteuerte und Virgin Airways betraf. Ein persönlicher Aspekt trat ein, als die jordanische Königin Noor Branson kontaktierte, um Hilfe zu erbitten. Über 150.000 Menschen aus dem Irak waren nach Jordanien geflohen, aber die überfüllten Flüchtlingslager litten unter einem Mangel an Wasser und Decken. Die jordanische Regierung benötigte dringend rund 100.000 Decken, um die Bedürfnisse der Geflüchteten zu decken. Branson und sein Team von Virgin Airways entwickelten einen Plan, um 100.000 Decken zu beschaffen und nach Jordanien zu transportieren. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz, dem britischen Foreign Office und dem Londoner Overseas Development Institute konnten sie 30.000 Decken besorgen und UNICEF sollte zusätzliche Decken beisteuern. Die britische Supermarktkette Sainsbury's spendete außerdem mehrere Tonnen Reis. Um die Decken und Hilfsgüter nach Jordanien zu transportieren, baute Branson eine Boeing 747 um.
Sie entfernten die Sitze und luden das Flugzeug mit Decken, Reis und medizinischen Hilfsgütern. Anschließend flogen sie nach Jordanien und brachten auf dem Rückflug britische Staatsbürger mit, die in der Region gestrandet waren. Darüber hinaus verhandelte Branson aufgrund seiner Freundschaft mit der jordanischen Königin, mit Saddam Hussein, um ein Abkommen auszuhandeln. Im Gegenzug für medizinische Hilfsgüter sollten alle britischen Frauen, Kinder und kranken Männer, die als Geiseln in Bagdad festgehalten wurden, freigelassen werden. Sie organisierten einen riskanten Flug nach Bagdad, um die meisten britischen Geiseln zu befreien. Einige Männer mussten jedoch auf dem Flughafen zurückbleiben, der in den kommenden Wochen zerstört wurde. Kernaussage 12. British Airways versuchte, Virgin Airways mit schmutzigen Tricks zu untergraben, scheiterte jedoch und musste Virgin und Richard Branson eine hohe Entschädigung zahlen. In den 1990er Jahren wurde Richard Branson mit Virgin Airways äußerst erfolgreich, was die etablierte Fluggesellschaft British Airways missfiel. British Airways unternahm mehrere Kampagnen, um Virgin Airways aus dem Markt zu drängen. Dazu richteten sie ein Team ein, dessen einziger Zweck darin bestand, Virgin Airways zu untergraben. British Airways griff zu unfairen Methoden, um Virgin Airways zu konkurrieren. Dazu gehörte das Anwerben von Virgin-Kunden, um ihnen billigere Flüge anzubieten, die Verbreitung von Falschmeldungen über Überbuchungen oder Stornierungen von Virgin-Flügen und sogar das Eindringen in die Virgin-Datenbank, um Zugang zu Buchungsinformationen zu erhalten. Sie beauftragten auch Privatdetektive und PR-Experten, um gegen Richard Branson, seine Familie und sein Unternehmen zu ermitteln und seinen Ruf zu schädigen. Virgin-Kunden und ehemalige Mitarbeiter von British Airways bestätigten die Anwendung dieser schmutzigen Tricks. Doch die Behörden weigerten sich zunächst, die Vorwürfe von Branson zu akzeptieren und reagierten nicht angemessen auf die Beschwerden. Schließlich erhielt Branson Zugang zu Gesprächsprotokollen von leitenden Mitarbeitern bei British Airways, die eindeutig bewiesen, dass das Unternehmen eine gezielte Kampagne gegen Virgin durchführte. Dies führte dazu, dass Branson und sein Team vor Gericht zogen. Als British Airways erkannte, dass Branson belastende Beweise gegen sie hatte, stimmten sie einer außergerichtlichen Einigung zu. British Airways zahlte eine Entschädigung in Höhe von 500.000 Pfund an Branson und 110.000 Pfund an Virgin Atlantic. Sie gaben auch eine öffentliche Entschuldigung ab und gaben zu, den Ruf von Branson und Virgin geschädigt zu haben. Es handelte sich um die höchste jemals in Großbritannien gezahlte Summe für Verleumdung. Das Fazit zum Buch Losing My Virginity, Richard Branson, die Autobiografie lautet: Ein Vermögen verdienen kann richtig Spaß machen, wenn man das Abenteuer genauso mutig angeht wie Richard Branson. Branson zeigte sich stets bereit, jede Herausforderung anzunehmen und die Regeln zu brechen, um voranzukommen. Diese Eigenschaften trugen wesentlich zu seinem beeindruckenden Erfolg bei. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!